Juhu. Einen wunderschönen Dienstagnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 hinter KFX zusammen mit der Romy, dem Martin, dem Jürgen, dem Martin, dem Daniel und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Moin. Mahlzeit. Hallo. So, jetzt können wir weitermachen. Ja. Warum war ich stehen geblieben? Nachdem ich euch so abgewimmelt habe gestern. Bei der Baumwolle, aber ich bin jetzt gerade so am Überlegen. Ich weiß also bei dem Platin-Add. Und im 17er, glaub, da kam 17, Zuckerrohr. Dazu gekommen. Nee, da kam Zuckerrohr dazu, aber ich glaube, Baumwolle war dann wirklich erst im 19er. Ja, ich glaube nämlich auch, dass Baumwolle erst im 19er war. Weil ich, sonst hätte ich das, glaube ich, schon gemacht gehabt. Es gibt ja angeblich mehr Fruchtsaften im 22. Ja, du merkst ja auch unterschiedlichen Karten jetzt, auch diese hier unter Griesbach, da merkst du ja schon, da gibt es auch schon einige Fruchtsorten mehr, ne? Also, ja. Das ist ja auch schon geil, was sie da an Fruchtsorten aufgeboten haben. Aber auch was einige Modder, die Maps, wie zum Beispiel der Fit Action, der die Marsch gebastelt hat, der hat ja auch zig Fruchtsorten eingebaut. Ja. Ja, und ich fand das auch einen richtig geilen Move, dass sich einige Mapper dann zusammengetan haben. Und gesagt haben, dass sie dann die Palettengröße zusammen einstellen, dass sie sich da auf eine Einheit, wie soll ich sagen? Europaletten, dass sie alle ein Maß haben. Dass sie ein Maß haben, genau. Untereinander kompatibel. Richtig, und das fand ich schon geil. Und ich glaube, dass die Mapper da schon ein bisschen mehr wissen wie andere. Dass da die ja, ihre Sachen, damit die Mods eins mit angezogen worden sind. Ne? Ja, natürlich. Wollte gerade sagen, die müssen da ja auch. Ne, das gleich. Jeder Hinterwäldler kriegt da die Daten zu, aber die großen Modder, die haben schon die Grundstücke, hätte ich jetzt was gesagt, die Grundsoftware kriegen die da hingeworfen, damit die sich auch schon an die Arbeit machen. Richtig. Also Mod ist ja man auch nicht in 5 Minuten. Ja. Gut, es war ja am Anfang bei LS19 ja auch mega schwierig, weil es da ja nicht so funktioniert hat mit den Skripten und so. Ja. Hat es ja relativ lang gedauert, bis vernünftige Sachen. Richtig. Bis vernünftige Mods kamen. Und daher glaube ich ganz stark genau aus diesem Grund, dass sie sich diese Modder, also die eine gewisse große Reichweite haben. Wie zum Beispiel eben der Fat Action, der hat glaube ich seine Vielfachkarte, ist glaube ich 170.000 Mal gedownloadet worden. Die wenn ich jetzt geil. Nicht ganz täusche. Ja. Und ich glaube, dass die mit rangezogen haben, hundertprozentig. Das sind dieses Problem, was damals war. Anfang 19er, dass das nicht nochmal auftritt. Ja. So, Gülle jetzt auf Feld 31. 31. Muss ich mal meine Lampe. Ich auch, ich muss nämlich auch kaufen. Genau auf der anderen Seite der Ecke. Wir fahren jetzt einmal auf die andere Seite der Welt. Ja. Gucken wir erst mal. Aber ich denke mal sowieso so allgemein, dass sie die ganzen Mapper mit einbezogen haben, auch die Modder mit Sicherheit. So die großen, sage ich jetzt einfach mal, wie zum Beispiel ja auch Modding-Welt, ja, genau. dass sie die mit zur Rate gezogen haben. Vielleicht, man weiß es nicht, man munkelt halt nur, ne? Aber ich denke einfach mal. Es würde Sinn machen. Ja, auf jeden Fall würde es Sinn machen. Auch, dass die beliebtesten Karten wieder gespielt werden. Ja. Ja, natürlich. Also du kannst mal mit Sicherheit von ausgehen, dass die Hofbergmann auf jeden Fall geben wird. Ja. Hinter Kaifek wird garantiert auch wieder laufen. Wollte sagen, hinter Kaifek mit Sicherheit. So, wo muss ich jetzt hin? 21. Da wird dann wahrscheinlich auch das Update mitkommen. Jo. Hoffentlich. Hä, ich hab da gerade einen Auftrag angenommen. Die NF Marsch wird garantiert 9. wieder laufen. Die Hotkarten werden wieder laufen. Ja. 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 Ich denke mal. Die Karten einfach zu oft im Umlauf. Ja. Deswegen, ich denke da mal, wir können auf jeden Fall mit Sicherheit viel erwarten. Ich habe mir da den Dings angeguckt gehabt. Den. Na, sag schon. Die Final-Vorstellung von der HOT. Und da hat der Andreas ja auch gesagt gehabt, die wird definitiv kommen, wenn irgendwann ein 22, 23, 24, egal wie er heißen wird definitiv auftauchen.
Ja, weil die haben da ja auch eine ganze Zeit Arbeit reingesteckt, ne? Das ist ja auch nicht 5 Minuten fertig. Und dann wollen die das natürlich auch weiter nutzen. So sieht's aus. So, Mario, mal, wo magst du denn anfangen? Ich geh gerade den Hügel hoch. Ah, da. Hast du noch was drin, oder? Nee, ich bin leer. Dann kriegst du noch was von mir. Ist fast wie im Realen, da dürfen die Viecher ja auch nur leer über die Straße fahren, die Großen. Weil der wiegt ja so schon ein paar Tönnchen. Jep, ja schön. Oh, reich. Dann pack mal aus dein Gestänge. Bin dabei. Schlappschläuche. Ja, ich bin echt mal gespannt. Ich lass mich einfach überraschen. Ja, das sowieso. Wir werden auf jeden Fall alle Mann zusammen uns überraschen lassen. Und alle Frauen. Genau, und alle Frauen, Entschuldigung. Also und alle divers. Also ich gehe davon aus, wie gesagt. Vor allem bin ich dann auch mal gespannt, was so DLCs mäßig kommt. Ja, damit müssen sie mal nicht gleich anfangen. So sehen, dass sie viel in das Spiel packen. Und dann irgendwann mal mit DLCs oder sowas anfangen. Die ganze Glasgeschichte werden sie wahrscheinlich direkt schon mit reinnehmen. Meinst du? Dann, ja, glaube ich auch. Ja, muss ja. Wenn die das wieder mit dem DLC machen, dann haben sie das Thema definitiv. Dieses von. Ja, so noch Marshall Ferguson kommt ja rein. Ja. Oh, was war denn? Kanten hier Find und das wird so drin sein. Case wird drin sein, Johnny wird drin sein. Ja, JCB, New Holland. Ja, genau. Ja, wenn die dann mit Klaas oder so ein Blödsinn da schon wieder mit so einem Add-on anfangen, dann läuft da die. Auf jeden Fall, ja. Ja, es haben sich ja halt viele das Add-on halt gekauft, ja schon. Ich weiß nicht, wie groß das Verständnis dann sein wird, das sich nochmal zu kaufen. Da gibt es dann kein Verständnis. Deswegen sage ich es, ja. Weil dann läuft da irgendwas verkehrt im Market. Geld verdienen ist die eine Sache, übertreiben eine andere. Was? Die Fruchtart entspricht nicht dem Vertrag? Klar, Kartoffeln. Ich sehe Kartoffeln an. Nee, ist der doof oder was? Was hast du denn für eine Maschine? Kartoffelsämaschine. Unsere. Hm. Da hast du wohl die falschen Kartoffeln drin. Genau. Er haut dir aber auch Kartoffeln aufs Feld. Er ist vielleicht weit ins Grüne. Das kann sein. Sind keine Röbers Premium Kartoffeln. Wahrscheinlich. Genau. Nee, er fährt zu weit in die Wiese an der Seite. Ja. Ein Stück weiter in der Mitte. Kommt nicht auf jeden Zentimeter an. So. Lülülülü. Es kann sein, wenn du nicht zu weit im Grün bist, dass er das schon aufs nächste Feld rüberzieht. Ja, das kann sein, ja. Dass er deswegen rumheult, dass du da keine Kartoffeln ansehen sollst. Mimimi. Weil wenn da keine Kartoffeln drauf sollten, dann kannst du es auch nicht ansehen. Ja. Erdäpfel. Jo. Die Mecherten kein Grumbier damit.
Bitte was? Die mecherten keine Grumbierer nicht. Nichts verstanden. Ey. Ich auch nicht, das ist es ja. Ich habe auch nichts verstanden. Zu Deutsch, die wollen keine Kartoffeln. Aha. Okay. Ach, guck mal. Ach, guck mal, Romy hört man auch wieder. Hier bei uns in der Ecke wird Kartoffeln mit dem Xisuman angesät, mit dem 4000er. Okay. Der fährt mit seinem 4000er Cerion und dann 6 Meter Kartoffeln hier, das Vieh, was du dahin hast. Was ist passiert? Ist dein Fass leer oder was? Das Fass wird leer, ja. Martin hat Durst, merkst du was? Martin? Der Martin hat richtig Durst, ja. Naja. Wahrscheinlich kann ich gar nicht zurückgehen. Ja, musst du mal Hackengas geben, Mensch. Ja. Machst du mal ein bisschen Nitro in den Tank rein und dann geht das ab. Ich hab vorhin Daniel von mir gehabt, ich hab nur die Hupe gedrückt. Ah. Hallo, ja. Ich bin durch den Wald gefahren. Daniel ist halt ein Schleicher, ne? Ich war dir gar nicht im Weg. Ja, du hast Glück gehabt, dass du die Einfahrt angenommen hast. Passt schon. Passt schon. Also, gegen den Panzer wird schon echt eine Wo bist du denn hängen geblieben? Martin ist hängen geblieben. Ich bin nicht hängen geblieben. Bist du dir sicher? Ja. Martin steht auf dem Saum und genießt die Aussicht. Genau. Nein. 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 Prost. Jo. 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 Ja, heute ohne Blinklicht unterwegs. Der New Holland hat das nicht. Yep. So, meine lieben Freunde, sind wir schon wieder fertig für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare und ja, wir sehen und hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss und bye bye. Ciao, ciao. Tschüss.